Hallo, ich bin Dr. Anja Timmermann. Ich bin Coach und Storytelling-Trainerin und vorher war ich Wissenschaftlerin und Journalistin und hatte aber einfach Lust, Menschen ganz direkt zu helfen und ihre Ideen, ihre Expertisen und ihre Storys in die Umsetzung zu bringen. Und das habe ich schon gemacht als Freiberuflerin. Aber vor 6 Monaten saß ich hier und dachte, Mensch, du wolltest doch eigentlich mal mehr. Du hattest doch eigentlich eine große Vision, das Ganze auch online zu bringen, auch international. Und du kommst noch gar nicht so richtig an bei deiner Zielgruppe und wirst noch gar nicht so richtig gesehen. Und da habe ich im Sommer den Hardsell Smart Start, so hieß der Kurs, bei Christine Schlonski gebucht mit einem begleitenden Coaching. Und das war echt ganz toll. Also das hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt alles umsetzen konnte, was ich schon ganz lange geplant habe. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man sowas vorhat, es gab schon einen Grund, warum ich das 10 Jahre lang nicht wirklich in die Tat umgesetzt habe. Man braucht einfach einen Coach, dem man vertraut, der auch schon so viel weiter vorne ist, dass man einfach weiß, okay, da kann ich folgen, da kann ich mich vertrauensvoll in diesen Container geben. Und die Gruppe war noch mal ganz toll, einfach weil man sich auch ausprobieren kann und nochmal, wie stelle ich mich vor? Wie pitche ich? Was habt ihr so für Probleme? Ach Mensch, ich bin ja gar nicht alleine damit. Und dann sind wir durch so ein Format gegangen. In 6 Stufen haben wir wirklich alles nochmal durchgemacht. Das war wie eine kleine Start-up-Gründung. Und natürlich hatte ich auch gleich Ideen, wie ich das dann auch wieder meinen Coaches weitergeben kann in meinen eigenen Kursen. Innerhalb von wenigen Wochen hatte ich eigentlich mein Investment schon raus und bin jetzt schon weit über den Punkt hinaus, an dem ich eigentlich sein sollte. Und mit Christine als One-on-One-Coach jetzt dabei, den Schritt zu machen von der Freiberuflerin zum eigenen Business, zu meiner Expertenakademie. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch für euch auszuprobieren und zu schauen, ob das das Richtige für euch ist.